Ja! Geschafft! Hier durch! Gute Arbeit! Danke! Du warst auch nicht schlecht, Pirat. Nenn mich Star-Lord. Oder Peter. Oder, du weißt schon, Nova Kadett Arschretter. Okay. Peter. Okay, hör zu. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten von deinen Freunden. Gib mir die guten Neuigkeiten. Es geht allen gut. Das heißt, alle haben Vitalzeichen. Und was sind die schlechten Neuigkeiten? Sie wurden gefasst und ins Gefängnis gebracht. Falls du dachtest, dass die Explosion ihnen eine Fluchtmöglichkeit verschafft hätte. Hey, wir sind unschuldig. Schon vergessen? Wer unschuldig ist, muss nicht fliehen. Na, wird's bald? Ja, ich... Komm. Flak! Die Rohre müssen geborsten sein. Sollen wir versuchen, mit deinem Dingsbums jemanden zu rufen? Wir brauchen keine Hilfe. Ich weiß, was ich tue. Hilf mir, das Feuer zu blockieren, damit wir durchkommen. Klar, aber es machen sich bestimmt alle ganz vorsichtig. Da, siehst du? Mach dir keine Sorgen um mich. Das machen hier schon genug Leute. Übrigens, ich finde, du machst das toll. Kein Offizier, der mich jemals verhaftet hat, war besser. Wie viele waren das denn? Nicht so viele. Versuchst du gerade ernsthaft, dich von mir wegzuschleichen? Vorhin hast du zu mir gesagt, du machst das toll. Du machst das ja auch toll. Top 5 der Offiziere, die mich jemals verhaftet haben. Cool. Würdest du mir dann bitte denselben Respekt erweisen wie jedem anderen verhafteten Offizier? Das ist genau das, was ich mache. Unglaublich. Ja, das höre ich oft. Kriegt dieser Roboter etwa Make-up? Was? Oh, ja. Das ist Itz. Ich kenne alle Roboter hier unten. Sie sind meine Freunde, glaube ich. Die meisten habe ich umprogrammiert. Und ihnen Gesichter gegeben? Vielleicht. Nein, hey, ich find's cool. Das gibt ihnen Persönlichkeit. Sehr cool. Komm, hier lang. Okay, wow. Er ignoriert mich einfach und kriecht in eine Sackgasse. Zu deiner Information. Da hinten ist eine Fluchtluke, durch die ich problemlos entkommen könnte. Aber aus Respekt vor deiner Autorität werde ich sie ignorieren und dir folgen. Vorschrift 2b. Gefangene müssen die ganze Zeit in der Nähe bleiben. Weißt du, ich hatte in deinem Alter auch kaum Freunde. Okay, ich war im Gefängnis, aber trotzdem. Dann hat Mom also doch die Wahrheit gesagt. Es war ein Chitauri-Gefängnis. Ich war nur ein Kind. Ich habe so viele Fragen. Waren deine Eltern auch im Gefängnis? Nein, meine Mom ist gestorben. Mein Dad kannte ich nicht. Du hast übrigens Glück. Woher genau kennst du meine Mom? Wir haben zusammen im Krieg auf dem Merkur gekämpft. Sie war... ist... ein echter Hitzkopf. Und ein Kontrollfreak, ein Boss und eine Despotin. Du bist nur ein Kind, Nikki. Du weißt nicht, was gut für dich ist, Nikki. Steig nicht in die Rettungskapsel, Nick. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wirklich? Das ist ein neuer Tiefpunkt, Peter. Selbst für dich, Peter. Das ist eine Sperrzone, Peter. Ja, das ist sie. Mal positiv betrachtet, ich denke, dass Corell richtig wütend auf diesen Kirchentypen sein wird. Warum ist es positiv, wenn Mom auf den großen Einiger Raker wütend ist? Wo willst du denn jetzt hin? Ich sehe nur nach, ob hier alles wirklich sicher ist. Vor dem, Feuer. Würdest du bitte versuchen, Schritt zu halten? Hey,
Lauf du doch mal den ganzen Tag mit Handschellen rum. Ich hab hier immer noch das Sagen. Aber natürlich. Das ist eine Sackgasse. Glaub mir. Natürlich glaub ich dir. Offensichtlich. Nur zur Erinnerung. Nur eine von uns kennt den Weg hier raus. Wäre mir nicht aufgefallen. Bist du sicher, dass das der kürzeste Weg zum Gefängnis ist? Ich dachte, du wolltest nicht ins Gefängnis. Okay. Vertrau mir einfach. Wenn das ein Versuch ist, vom Schiff deiner Mom zu fliehen, muss ich es wissen. Denn ich wäre vielleicht super interessiert. Oder auch nicht. Wir müssen nur unbedingt dafür sorgen, dass es nicht nach Entführung aussieht. Was? Nein! Nein! Oh, wow! Lach nicht. Nein, nein. Ich find's cool. Das ist ein Geheimversteck, stimmt's? Es ist so viel besser als das Gefängnis. Wir bleiben nicht hier. Ich muss nur nach Ultimo sehen. Seine Gyros waren durcheinander. Lass dir Zeit. Ist das deine Mom? Wie sie im Alleingang den Krieg gewinnt? Ich weiß natürlich, dass sie das nicht allein geschafft hat. Nein. Der letzte Vorstoß war eine gewaltige Teamanstrengung. Warst du dabei? Ich habe die Kriegsbemühungen anderweitig unterstützt. Als Pirat? Quasi als Freibeuter. Der guten Variante der Piraterie. Ist das Krila? Ja. Ist aber schon alt, Kinderkram. Das könnte ich heute viel besser. Nein, nein, das ist gut. Morbide, aber gut. Hey, das ist der Merkur, stimmt's? Aha. Es soll die große Schlacht darstellen, bei der Mom dabei war. Du hast gesagt, dass du auch dabei warst. Oh ja. Deine Mom steckte in der Klemme, bis ich und die Ravagers auftauchten. Du solltest das unbedingt ändern. Du willst, dass ich dich reinmale? Im Interesse der historischen Korrektheit. Ich habe das Gefühl, du würdest dich gut mit Rocket verstehen. Oder aber überhaupt nicht. Eins von beidem. Das Waschbär-Ding? Ja. Der macht da einen netten Eindruck. Ich meine nur, weil er auch so begeistert von dem ganzen Tech-Zeug ist. Hey! Geheimes Zeug! Zutritt verboten! Keine Erwachsenen. Schon klar. Wie auch immer, ich bin hier fertig. Wir sollten wahrscheinlich zurückgehen, bevor Mom komplett austickt. Ja, ich kenne das, wenn deine Mom überreagiert. Ich bin nämlich kein Kind mehr, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Also, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Falls du doch ein Gespräch mit meiner Mom führst und ihr in dem Gespräch zufällig auf mich kommt... Sie soll nichts von deinem Geheimversteck erfahren, schon klar. Ja. Und auch sonst nichts. Mit sonst nichts meinst du... Dass ich einen Generalschlüssel für Teile des Schiffs besitze, die Sache mit der offiziellen Rekrutin, dass ich auch nur in der Nähe des Hangars war. Also eigentlich alles über mich. Du hast mich nie gesehen. Brauchst du Hilfe? Ja! Geschafft! Mom? Ich kann's erklären. Nikki. Mir geht's gut. Mom, wirklich, alles okay. Kaum ein Kratzer. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Schleißt dich mit einem Arresttrupp raus, treibst dich mit Kriminellen herum. Angeblich kriminell. Du wärst fast gestorben. Ist dir klar, wie viel Hausarrest das bedeutet? Mom, du hattest mir mehr Freiraum versprochen. Dazu gehört nicht, meine Offiziere zu belügen. Oder hinter meinem Rücken rumzuschleichen. Ist doch nicht meine Schuld, wenn da irgendein Schiff in die Luft fliegt. Sperrzonen heißen nicht ohne Grund Sperrzonen. Du behandelst mich wie eine Gefangene. Du bist ein Kind. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, wow. Wir haben alle einen harten Tag hinter uns. Lasst uns mal tief durchatmen. Und uns eingestehen, dass wir alle Fehler gemacht haben könnten. Löscht das Feuer und sichert den Hangar. Ja, Commander. Und findet heraus, warum das Shuttle explodiert ist. Der große Einiger Raker zeigt sich nicht sehr kooperativ. Dann zwingt ihn dazu. Und ihr zwei kommt mit mir. Ich wusste, dass du überreagierst. Du reagierst immer über. Hier, frag Peter. Der findet das auch. Ach, sag bloß. Ist das so? Ich vermute, Peter hat Blödsinn geredet. Das passiert ihm häufig. Nur damit du es weißt.
Nikki hat mir den Arsch gerettet. Sie hat sich super Aus deinem Mund, Peter, bedeutet das so gut wie gar nichts. Wieso bist du so gemein zu ihm? Hör doch einfach zu, was er sagt. Es ist mir egal, was er sagt. Oberes Stockwerk, Quartier des Captains. Na endlich! Abriegelung. Abriegelung eingeleitet. Was, willst du uns umbringen? Theoretisch gehen diese Türen erst auf, wenn ich es sage. Ja, ich weiß, was Abriegelung heißt. Das glaube ich dir nicht, denn irgendwie umgehst du jede Sicherheitsmaßnahme auf diesem Schiff und ich will wissen, wie. Oder du zeigst es mir. Mom. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Hey, ich weiß noch, wie ich das letzte Mal in einem Aufzug festsaß. Das war mit einer Shea-Braut, die war echt heiß. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie war wirklich bezaubernd. Könnte mich bitte irgendwer hier rausholen? Keiner kommt hier raus, ehe du mir sagst, was ich wissen will. Du weißt doch schon alles. Nein, eben nicht. Ich weiß nur, dass du Gefahren anziehst. Und dass du dich immer wieder in Sperrzonen auf dem Schiff herumtreibst. Ich bin klein. Okay? Und ich passe überall durch. Damit kommst du aber nicht durch die Security oder die Kontrolle an der Hangarburg. Weißt du noch, dieser komplette Systemausfall? Ja. Ja, überall war die Security lahmgelegt und... Nein, war sie nicht. Also mir kam's so vor. Unterstützt du gerade ernsthaft die Lügen einer 12-Jährigen? 12? Oh wow, ich dachte, sie ist mindestens 16. Peter! Was denn? Sie kannte sich bestens aus. Sie ist ein cleveres Mädchen. Zu clever, sie umgeht immer die Security. Oder hast du neuerdings eine Stufe 6 Freigabe für mein Schiff? Dachte ich mir. Nicolette Gold, leer mal deine Taschen. Nein. Leer du doch mal deine. Nikki? Was? Ich war's. Genau, die ganzen versperrten Türen, die hab ich gehackt. Du gehackt? Ja, ich bin jetzt Hacker. Einer, der so hackt. Du weißt schon. Bibibub. Bibibib. Es ist verboten, das habe ich ihm gesagt. Das erklärt aber nicht die gefälschten Befehle. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Mom. Deine Security hat vielleicht einfach irgendwie gepennt. Ich kann dir nur sagen, ich verberge nichts. Das würde ich niemals tun. Fortsetzung folgt. Abriegelung Ende. Und kann ich jetzt bei der Hangarsicherung helfen? Nein, du gehst in dein Quartier und da bleibst du für die nächsten 30 Rotationen. Aber Mom, ich... Und wenn du willst, auch 30 Zyklen. Ja, harter Tag, hä? Gesprengte Shuttles, Unbefugte in der Quarantänezone, ein vermisstes Kind. Du hast ja keine Ahnung. Chewie. Ich kann nicht glauben, dass du ihn noch hast. Wahnsinn, dass er Merkur überlebt hat, gefühlt 1000 Grad da. Und gefühlte 1000 Zyklen her. Du kannst ihn von mir aus behalten. Ist ja deiner. Ich hatte ihm gesagt, dass er auf dich aufpassen soll. Das soll er mal schön weitermachen. Vor allem jetzt, wo du eine Tochter hast. Eine 12-Jährige, die du im Krieg noch nicht hattest. Vor 12 Jahren als Peter. Peter! Als wir dein Schiff aufgegriffen haben... Da war ich irgendwie aufgeregt. Also Anfang. Kein Stück. Du bist noch... Ich hab mich verändert. Weiß ich dir, dass ich nicht... Du willst 8... Wow, okay, das ist... Die Strafe ist nicht, wenn im Schiff rumlief. Sonst aber nichts, oder? Okay, okay. Du kriegst dein Geld pünktlich. Gar kein Problem. Und wenn ich diese blöden... Ach komm, du wirst es... Du hast 3 Zyklen, Peter. Nicht 4, nicht 5, 3. Sag Bescheid, wenn du die Units hast. Und was, wenn nicht? Dann deaktiviert der installierte Chip euer Schiff. Und ihr kommt ins Gefängnis. Verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Verdammt, Peter! Du wolltest die Sache doch regeln. Hab ich doch. 8000 Units, das sind 8000 Units?
Das ist eine gewaltige Summe. Wo sollen wir in 3 Zyklen so viel Geld herkriegen? Wir könnten mal wieder eine Bank ausrauben. Okay, wir müssen Strafe zahlen. Und wenn wir das nicht innerhalb von 3 Zyklen hinkriegen, schaltet uns so ein Nova-Tracking-Teil die Triebwerke ab. Aber immerhin sitzen wir nicht in einem Gefangenentransporter. Noch nicht. Ach, kommt schon, Leute. Du bist Rex der Zerstörer, Mann. Du hast Thanos getötet. Heißt es? Haut dich so ein bisschen Bußgeld etwa um? Und Gamora, du bist praktisch eine MI6-Agentin, nur schärfer. Und cooler. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Jetzt kommt's. Rocket, Mann, du bist ein Genie. Der gerissenste Kerl, den ich kenne. Aus wie vielen Gefängnissen bist du schon ausgebrochen? 7. 7. Ich bin Groot. Du bist Groot. Leute, wir sollten doch als Team denken. Wir müssen nur mal eruieren, wie pleite wir wirklich sind und dann einen Plan machen. Checkt mal eure Quartiere. Sucht zwischen den Sofakissen, guckt in der Werkstatt nach. Wenn noch irgendwo Units rumliegen, sammelt sie ein. Ich durchsuche auch mein Quartier. Na dann. Darum pennt man nicht mit Bullenquill. Jetzt haben sie mir mein Schiff vermint. Mein Schiff. Ich beobachte dich, Naga. Was soll das denn heißen? Es ist allgemein bekannt, dass Naga hamstert. Nüsse, gestohlene Technologie, Units. Okay. Erstens bin ich weder ein Hamsterer noch ein Nager. Ich weiß, du hast ein verstecktes Lager an Bord des Schiffs. Hol es, sofort! Da gibt's nichts zu holen. Groot hat alles auf Contraxia ausgegeben. Und den Rest hab ich... So. Dann wollen wir hier mal nach verstreuten Units suchen. Wirklich? 37 Units? Scheint wir, wenn Quill dann... Drax, wenn ich... Sie lässt uns hängen. Meine Figuren sind kein Schnickschnack. Klar, man könnte ja dem Team helfen, aber Opfer bringen auf gar keinen Fall. Setz Kurs auf das Makro-Sternsystem. Pass auf, dass ich dich nicht gleich opfer... Leute! Fin Feng Foom ist das in jedem, der ihm nachstellt. Die Schädel, der größte Ruhmreicher sein. Wir wollen nicht sterben, Drax. Ruhmreich? Nein, auch dann nicht. Tja, also, in dem Fall... Du wirst mein Zeug... Ich bin... Er sagt, wir sollten beide Ideen kombinieren. Gamoras... Tja, ist nun mal... Ist uns... Nein. Groot, dich... Nein, nein, er bietet Groot, hier überhaupt nichts ist an, schmutzig okay? Und voller Zorn. Weil ich ist. Für ich so einen würdet ich... Zweit. Innerlich ist Rocket definitiv furchteinflößender. Er ist instabil. Gut. Der Punkt, um dich rauszuholen, wird echt einverstanden? Soll das ein Witz sein? Das kann ich dir ewig unter die Nase reiben. Dann machen wir es also. Da fliegen wir nicht ernsthaft rein, oder? Es heißt, das Wetter auf Sacknarf 9 spiegelt stets die Laune seiner Herrscherin. Nein, so ticken Frauen. Das Wetter auch. Nee, das Ausspähen ist eben mein Ding.